Meinem grenzenlosen Ideenreichtum zeige ich euch heute mal, wie man Reisbrot macht. Und zwar, ich bin ja so schlau, ich muss euch mal Brot, das man aus Reis macht, funktioniert das überhaupt? Und ich habe mir mal so überlegt, ich habe es noch nirgends gesehen, okay? Das ist jetzt meine Erfindung schon wieder mal, mein Test. Wahrscheinlich wird es buckelhart, aber die Logik sagt ja, man müsste doch eigentlich. Man muss ja nicht immer nur Getreide nehmen, man kann ja jedes andere Zeug schreddern, wo irgendwo sich innen drinnen dann sowas wie Gluten bildet oder so oder hochwertige Stoffe drin sind, Proteine, bla bla bla. Kann ich nicht mehr wieder willst. Und das Einzige, was man jetzt mal braucht, das geniale geile Brot, was ich jetzt mache, ich mache jetzt mal ein hundertprozentiges Reisbrot, 100%. Voll aus Reis und man braucht dazu einen Hefeboller und den Reis, wo ich gerade gezeigt habe. Fibula heißt ja, glaube ich, Zwiebelreis, gell? Ist aber falsch, was, aber das gab es jetzt halt beim Aldi, beim Edeka oder Aldi, ne, Edeka, weil ja der Reisausgang war in der Corona-Zeit und da war ja das Mehl ausgegangen. Hätte ich auch mal mein Reisbrot probieren können. Und dann braucht man den Reis, dann brauche ich einen Standmixer. Mit dem ich das Ganze kleinschredder, damit es dann innen der Reiskern rausschlägt. Und dann durch das mit Hefe dann quasi gären lasse. Aber versuchen wir es mal. Und jetzt mal voll scheiße schmeckt, so wie mein damaliger Lasagne-Versuch, wo quasi die Platte hart geblieben sind. Das ist mir, wird mir 10 Jahre später immer noch vorgehalten. Kann es dem ja vielleicht gut sein. Und ich mache es bewusst dem mal. Nur mit Reis, weil eigentlich sollte man es mischen, gell? Mal den Becherleiter das da. Und dann haben wir ja Schere. Und das läuft ja alles unter Erfindertum, ja. Reisbrot. Was ihr in dem Reis schon mal schlecht findet, das ist so ein Rundreis, ja. Aber der müsst ihr trotzdem auch Nährstoffe freisetzen. Dann machen wir den Deckel auf. Dann machen wir, schließen wir meinen Mixer an. So, da hat es jetzt ein Pulver drin und das Pulver, das leeren wir mal da in der Reihe. Sieht jetzt so aus, das mache ich dreimal. Wenn man so einen Mixer umbaut, da geht meistens die Dichtung kaputt, ja. Da habe ich mir aus Klebemasse eine neue gemacht. Wie eigentlich dieses Mehl aussieht, ob es Mehl ist. Es gibt jetzt so. So sieht dieses Mehl aus. Es ist leicht körnig, also so Kornkörper. So, kleines Reisbrot. Das natürlich, dann weiß ich auch wieder. Das ist wie Sand im Getriebe. Kleines Reisbrot. Sollen wir noch einmal? Ey, das langt doch, oder? Noch einmal.
Dann das da an, das spülen wir aus mit warmem Wasser gleich. Und dann jetzt nehmen wir diesen Hefebrocken. Mal gucken, ob die Hefebakterien auch Reis mögen. So, jetzt haben wir das noch rein, der Rest. Diese Hefe. Dann brauchen wir warmes Wasser. So, wir brauchen einen Löffel. Weil die Hefe das Ding, die den Körper nicht auflösen kann, muss man es wie beim Roggen machen, dass man ein bisschen Essig dazu lässt. Dann lasse ich das. Mal gucken, ob es klappt. Chemie ist alles. Jetzt rühren wir das Ganze, weil der Essigsäure spaltet das innen dieses Protein, diesen Körper auf. So, und das lassen wir jetzt dann standen. Bestellt man jetzt nach und wartet dann einen Tag oder zwei. Wenn sich das jetzt eine Weile anguckt, dann sieht man an dem, dass es so blubbert, dass das Ganze zersetzt wird. Was ganz gut ist, aber das ist natürlich zu dünn, weil jetzt bringt es ja noch gar nichts. Man muss, da diese ganze Blase ist alles CO2. Also die Zersetzung funktioniert gut. Das machen alles die Bakterien. Jetzt müssen wir es nur entweder mit Mehl oder mit Reis aufdicken. Nochmal ein bisschen Mehl dazu, und zwar nur deswegen, damit es sich verdickt. Ansonsten bringt ja diese ganze Luftblase-Geschichte gar nichts. Weil diese Luftblase soll dir das Mehl solltet ihr den Körper selber luftig machen. Und vorab lässt man so normalerweise, dass so dünn, damit sich die Bakterien überhaupt vermehren können. Das ist jetzt die Projektphase 2 von unserem wir machen aus Reis ein Brot, was es noch nicht gibt und weil die Schwabe als erstes gibt. Das ist unser Reisbrot, Reis von gestern. Den mengen wir jetzt an. Erstmal einen Haufen Sahne hauen. Und dass der gärt, sieht man da, dass die Hefe aktiv ist, sieht man in den Bläschen. Sonnenblume, Sesam, Rezept. Dinkelmehl nehmen wir da, ne? 650er. Dann haben wir da noch Kümmel. Schotten. Salz. Dann nimmt man nur 450er Mehl, weil das besser bindet. Ich bin so gespannt, ob man Reisbrot machen kann. Meine Überlegung war, wenn das mit Weizen funktioniert, warum soll es dann mit anderen Sachen nicht funktionieren? Gibt es ein Reisbrot, Robin? Ja, gut. Doch, sicher. Weißt du das? Klar, klar. Also ich habe noch nie Reisbrot gesehen. Reisbrot habe ich schon gesehen. Aber Reisbrot habe ich noch nicht gesehen. Ist auch schon mal geil so gnädig wie das andere. Das haben wir nicht gewürzt, ja. Vielleicht kannst du eines Tages die Anleitung nach dem Reisbrot. Die Sense davon, das ist Flasche. Sesamöl. Das ist gut, muss ich auch sagen. Ab draußen stürmt's. Haben wir oben das Fenster zu? Nein. Ja. Würde ich zumachen. Den Kleber haben wir, da muss ich erst in dein Zimmer sitzen.
Soll ich in dein Zimmer aus dem Fenster zu machen? Das ist okay, dann warten wir halt. Du meinst, ich soll mein Reisbrot nochmal gären lassen, oder wie? Das weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist, aber. Nein, also ich. Wir haben heute einen richtig großen Erdbeerkuchen. Also, das heißt, man hat halt Erdbeerkuchen zum Abendessen. Willst du da kein Video machen, wie man Erdbeerkuchen macht? Danke, bitte. So, schätze mal, warum reicht mir der Gewiss? Das kann sein. Ein Reisbrot hat man. Logisch. Ich habe kein Video gesehen, wie man Reisbrot macht. Muss ich ja mal googeln. Nein, das mache ich nicht, weil das ist jetzt meine Erfindung. Das wird der volle Hit. Reisbrot aus Nördlingen. Ja, geht schon. Nein! Weil? Du sollst nicht gucken, was es ist. Ja, doch keine Ahnung, oder? So weißes Brot da. Weißmehl, also Weißmehl. Das habe ich selber gemacht, das muss man doch. Gerade als Corona war, haben sie alle Ding gekauft. Getreide, weil sie plötzlich alle Brot backen wollten. Und eigentlich geht dann, dass es kein Brot mehr gibt. Dabei hätten wir auch Reisbrot machen können. Oder Bohnenbrot, das ist ja mein nächstes. Gibt es jetzt auch Bohnen und Sojabrot? Wie viel Reisbrezel hast du schon gegeben im Leben? Nicht eine Reisbrezel hast du gegeben. Wow. Reisbrezel sind die beste. Mach mal lieber eine Schüssel, weil ich brauche noch eine Schüssel. Reissäle. Wenn die Reissäle kommen, Himmel. Das war früher schwarze Seele. Man dachte, da kommt die Seele. Also ich bin ja katholisch, da hat man immer gedacht, die schwarze. Die schwarze Seele. Das sind die, wo ins Fegefeuer kommen, weißt du? Aber das gibt es ja bei den Evangelischen nicht, oder? Sojasauce. Fertig, dreckige Hintern. Den restlichen Teig kann man so lange in der Gefrierschrank tun. Wenn man keinen Backofen hat, muss man so lange, stundenlang irgendwo zum Aufgehen herstellen. Backofen platzt, wo man das berühmte Gären von Brot. Ich weiß nicht, das ist oben rein. Man hat diese Klappe zu. Dann gehen wir daher und sagen Menü. Senf. Ja, Kartoffel. Und laufen lassen. So, das ist jetzt die Gärstufe fertig. Jetzt ist ja ganz flach geworden. Ist auch viel zu trocken. Drum gehen wir jetzt rein und machen Assist. Brot. Brötchen, weil es dünn ist. Brot frisch. Und laufen lassen. 24 Minuten, 210 Grad. So, Ding ist fertig.
Oh, das ist ja ganz dunkel geworden. Viel zu lang drinnen gewesen. Shit. Also das ist jetzt mein Reisbrot Versuch 1. Da bleiben wir so zunächst mal nicht wissen, warum das dunkel ist. Ist aber Reis im Gegensatz zu Brötchen. Und ist da nicht zu lang drinnen gewesen, bitte? 5 Minuten. So sieht das Brot innen aus. Eigentlich ganz gut soweit. Wahrscheinlich auch noch so, dass man es drücken kann. Also Reisbrot ist eigentlich auch eine coole Sache. Geht also hervorragend, ob man jetzt Reis nimmt oder Getreide, ist beides sehr gut. Kann man ganz gut mit Butter essen. So wie Knusperstange. Bierbrezenstange. Da ist ganz gut zum Beispiel.